Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Tales of Berseria. Die Expedition ist wieder da. Oh, das läuft schon nicht ganz so gut. Direkt wieder in See stechen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Da gibt es welche, mit denen wir sprechen sollen. Ja, das wollen wir auch alles machen. Ich würde jetzt... Oh, wo ist denn der hin? Da ist er. Ah. So, siehst du, hier können wir aufwerten, verkaufen und zerlegen. Sehr schön. Dann gehen wir erstmal in unsere Einstellung, gucken uns... Nein. So, Ausrüstung, ob wir da was verbessern können. Verschlechtern. Sieht aber cooler aus als das Schwert, was wir haben. Aber okay. Das bringt nämlich gar nichts. Okay. Nein. Nein. Ein. Ein. Nee. Wobei, Treffergenauigkeit, ne, ist damit um einiges besser. Ja, ich denke mal, wir sollten ein bisschen Treffer-Safe machen. Ein bisschen höher. So. Kalzitmontur. Ach du heilige Scheiße, da gibt es aber eine ganze Menge. Ja, da gibt es nichts. Ringe sind auch alle belegt, okay. Nee, da gibt's auch nichts Vernünftiges. Ach, guck mal hier. Die Kampfwütige. Hast du noch was anderes? Oder so noch Bambuspapier und so, ne? Dann nimmst du mal das. Nee. Ach genau, die Ringe waren ja alle besetzt. Okay, der macht eine Menge besser. Dann würde ich sagen, nehmen wir den hier. Seekommandant, das ist immer noch dasselbe. Oha. Boah, das geht aber viel schlechter. Obwohl das cool aussieht. Nee, 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 da lassen wir das definitiv. Oh, das wird auch verdammt runtergesetzt. Ja, nee, das lohnt sich nicht. Nee. Ah, die Ringe, ich drücke jedes Mal drauf. Aha. Das ist definitiv besser. Besser.
Nee. 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 Dann bist du noch dran. Ja, du hast eh nur deine Dolche. Da hast du auch nur das. Können wir dir noch eine vernünftige Weste geben, dass du ein bisschen besser geschützt bist. Nee. Nö. So, das war's. Alles andere können wir jetzt zerteilen. Zerstören oder verkaufen. Wir haben 80.000 fast. Zerlegen. So, dann gehen wir mal. Alles klar, Waffen. Zerlegen. 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 Kommen wir doch auch so, oder? Ah, geht sogar schneller. Und dann verbessern wir erstmal nur die Sachen, wo wir dann wieder auf Stufe 1 sind. Die Sachen verbessern wir dann, so dass wir da dann auch höhere Stärken haben direkt. Ja, er bekommt jetzt halt nichts ab, ne? Hat er Pech gehabt. Wer zu spät kommt, der kriegt halt nichts. Kann halt die Reste haben. Alter, wie viel! Nicht auf. Muss auch ein bisschen aufpassen. Also man merkt wieder, es ist das letzte Mal, ist doch schon verdammt lange her, wo wir hier was gemacht haben. Ringe haben wir natürlich keine gefunden, aber Schuhe. Sehr schön. Aufwerten. Fangen wir mit den Waffen an. Goldklumpen brauche ich. Habe ich nicht. Ah, 3 ist das Maximum. Siehst du? So, jetzt haben wir hier alles auf Maximum, bis auf seine blöden Dolche, weil dafür brauchen wir Goldklumpen. Die besitzen wir natürlich nicht. Aufwertungsbonus plus 10% Kraft von Seelenbrecher. Fügt während der Art andere Sachen hinzu. Ja. So. Ja, nicht nur sie muss gut sein, auch die anderen müssen gut sein. Dafür haben wir jetzt ja gerade so viel zerlegt. Siehste. Also, jetzt haben sie schon mal hier alles auf Maximum. Hier ist alles auf Maximum. Die Rüstung Maximum. Wie visieren wir jetzt? So. Ja, Geld. Jetzt haben wir noch 45.000. Also Geld sollte jetzt hier mal keine Rolle spielen. Lol, ich habe ihren Ring gar nicht weitergemacht. Also das letzte Mal haben wir echt nicht so wirklich viel gemacht. Aber jetzt haben wir hier auch alles auf Maximum. Ja, es haben ein paar neue Schuhe bekommen.
Schnelle Schritte, AP wiederhergestellt. Silber haben wir jetzt aber auch nichts mehr. Also jetzt haben wir doch schon einiges aufgebessert und verstärkt im Gegensatz zu vorher. Da müssten die jetzt eigentlich schon auf jeden Fall wilder sein. So. Apfelgelee haben wir jetzt nicht so viel. Können wir 5-mal verkaufen. Das würde ich sagen gar nicht. Davon haben wir jetzt auch noch ein paar. Trank des Lebens, man kann nur 15 davon mitnehmen. Alles, was die tragen oder benutzen, wird sowieso nicht verkauft. So komische Klumpen und so, die werden wir mit Sicherheit noch für andere Sachen brauchen. Außer wir haben natürlich so wie hier so viel davon. Also wir waren bei knapp 80.000. Dann sind wir jetzt, glaube ich, auf knapp 72.000 oder so runter. Jetzt gehen wir langsam wieder hoch. Wenn ich das richtig sehe. So. Thunfisch kriegen wir ja doch mal eine ganze Menge. Oh, Beinwell. Ja, da haben wir auch schon ordentlich was gesammelt. Ah, ich kann das auch einfach alles zusammenfassen. Alles klar. Ah, so. Warum sagt man mir das denn nicht? So, das war alles. Ach so. Verbrauchsgüter. Ja gut, da haben wir jetzt nicht mehr so viel. Haben wir ja schon einiges von rausgegeben. Davon wird nichts verkauft. Ja, hier können wir noch ein paar verkaufen. So, dass wir auf 30 sind. Machen wir mal vernünftige Summen hier. So. Das ist die 27er Reihe. Siehste, jetzt hat uns das ganze Aufwerten nur knapp 4 Riesen gekostet. Anstatt 10. So. Ist doch gut. Also da haben wir uns doch schon mal ordentlich was gespart. An Zeit und Geld. So, Aufwerten zerlegen. Wir haben's. Hochgerüstete. Was hat die? Nee, die nicht. Ich glaube, das war die. Die hier. War das die? Hä? Irgendjemand hatte hier doch... Die Kampfwütige. Keine Ahnung, was das gerade war. Ich weiß es auch nicht. So, jetzt wollen wir mal eben zu dem Schnatterkönig laufen. Hier, zu dem hier. Und mal gucken, was er sagt. Ich hoffe nur, dass eure Arbeit allen hilft. Hier habt ihr jedenfalls eure Belohnung. Für den Abschluss von 2 Alarmstufe Rotjagden, Lebensbegehrende Fee. Meine Fresse. Nix gut Deutsch. 5.800 erhalten. So, das habe ich sogar plus gemacht damit. Wahnsinn. Nice. Ah, so. Gefällt mir. Aber ich beende die Folge. Oh, hier ist sowieso vorbei. Also, ich beende die Folge an dieser Stelle. Als nächstes möchte ich noch mit dem Typen quatschen. Und dann wollen wir aufs Schiff gehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
ein bisschen langweilig jetzt gewesen mit dem Aufrüsten und alles und Verkaufen und Kaufen und Aufwerten und Zerstören. Naja, aber so ist das, gehört auch dazu. Ich hoffe, jetzt sind wir auf jeden Fall better dabei und ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, euer Sweet One Web. Ciao.